die Wetterau, eine der schönsten Landschaften überhaupt. Sanfte Hügel, liebliche Wälder, noch lieblichere Felder und nette Menschen. Kein Wunder, dass sich schon vor 2500 Jahren die Kelten in dieser Gegend niederließen. Wie in jedem Jahr veranstaltete der Physikalische Verein in Zusammenarbeit mit dem Museum Keltenwelt am Glauberg eine Astronomienacht, die Sternguckernacht am Glauberg. Das Museum Keltenwelt am Glauberg präsentiert Grabungsfunde und informiert über die keltische Kultur und Besiedlung. Und wie wir sehen werden, hat das auch mit Astronomie zu tun. Ja, wir sind hier an der Keltenwelt am Glauberg. Wir sind das Archäologische Landesmuseum und spezialisiert auf die Kelten, also die Zeit so etwa um 400, 500 vor Christus. Die berühmteste Figur bei uns ist natürlich der Keltenfürst von Glauberg. Wir haben aber auch noch ganz viele andere wissenschaftlich hochinteressante Dinge hier am Glauberg. Unter anderem am großen Grabhügel eine sogenannte Prozessionsstraße. Also das heißt, das ist so eine Art straßenförmige Anlage, die mehrere hundert Meter hier auf den Grabhügel zuführt und die auf beiden Seiten eben einen tiefen Graben hat. Und da ist eben eine sehr interessante astronomische Sache, die natürlich unsere Freunde von der Frankfurter Sternwarte viel besser erklären können, unter anderem eben auch unser Freund, Herr Professor Deiß. Ja, vor vielen Jahren, als das hier zum ersten Mal ausgegraben wurde und die Überlegung war, hier eine Rekonstruktion zu machen von dem Keltenhügel beziehungsweise auch von diesen Pfosten, hatte ich eine Idee gehabt als Astrophysiker, wie diese Pfosten vielleicht zu interpretieren seien, archäoastronomisch, also ob die vielleicht eine astronomische Richtung charakterisieren würden, insbesondere diese große Prozessionsstraße. Denn diese Prozessionsstraße, die geht 300 Meter vom Hügel Richtung Süden und die hat eine Richtung, die weder auf einen besonderen Horizontpunkt geht, noch geht sie genau nach Süden, noch genau nach Osten. Die geht irgendwie schräg und wenn man das nachrechnet, stellt man fest, diese Hauptachse passt wunderbar mit einer Richtung überein, die mit einer ganz bestimmten Mondkonstellation zu tun hat, nämlich mit der sogenannten großen südlichen Mondwende. Das ist ein Ereignis, was nur alle 19 Jahre auftritt und für die damaligen Menschen möglicherweise, das ist also meine Interpretation gewesen, halt eine besondere Bedeutung hatte. Aber ein weiterer astronomischer Aspekt kommt hier noch zum Tragen, nämlich der Ort, wo diese Anlage überhaupt liegt. Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise so ein bisschen den Horizont hinter mir anschauen, dann gibt es einen Hügel, der quasi heraussticht etwas, sozusagen der höchste Hügel auf der gegenüberliegende Talseite. Und wenn man sich hier befindet, zur Wintersonnenwende, geht dort hinten frühmorgens die Sonne auf. Wenn wir 150 Meter weiter nach Osten oder Westen gingen, würde das einfach nicht mehr passen. Deswegen könnte man sich vorstellen, dass dieser heilige Ort hier so gewählt war, dass genau diese Wintersonnenwende mit diesem erhöhten Hügel, der vielleicht auch ein heiliger Berg war, übereinstimmt. Ja, und wir haben uns dann überlegt, wir haben oft hier nachts unglaublichen Sternenhimmel. Eigentlich würde das sich unheimlich gut eignen, eine Sternguckernacht ins Leben zu rufen. Mit Teleskopen oben, entweder von unserer Dachterrasse oder hier im Umfeld am Glauberg. Wir machen dann ein bisschen das Licht aus, ja, rund ums Museum. Und in diesem Jahr, 2018, haben wir ein kleines Jubiläum, nämlich die Sternguckernacht zum fünften Mal. Und es passt, der Himmel ist hoffentlich heute Nacht endlich das erste Mal komplett frei. Und dann kam irgendwann die Idee auf, naja gut, wenn das an sich hier was mit Astronomie zu tun hat, dann ist es doch ganz klar, dass der Physikalische Verein mit seiner Sternwarte hier auch auftritt. Und das hat sich jetzt so gut entwickelt, wir sind das fünfte Jahr jetzt hier, diesmal mit einem ganz tollen Wetter, die Jahre zuvor leider mit etwas bescheidenerem Wetter. Sind wir jetzt also diesmal hier mit 7 Teleskopen und freuen uns, dass wir anschließend hier das Publikum den Sternenhimmel zeigen können und mal schauen, was alles passiert. Am Abend, zu Beginn der Sternguckernacht, war es natürlich noch hell. Das kennen wir ja zur Genüge, das ist bei astronomischen Veranstaltungen im Sommer immer so. Die Leute strömten zu den Sonnenteleskopen auf dem Dach des Museums. Dort konnten sie unter fachkundiger Anleitung die Vorgänge auf unserem eigenen Stern anschauen.
Also auf der Sonne sieht man momentan zwei kleine Sonnenflecken, nämlich einen punktförmigen schwarzen Fleck, der auf der Sonnenoberfläche sich abzeichnet. Dieser Fleck hat physikalisch ganz bestimmte Voraussetzungen, dass er überhaupt schwarz gesehen wird. Nämlich, diese Flecken sind etwa 1000 Grad kühler als die sonstige Sonnenoberfläche. Bei diesem Gerät hier, da sehen Sie die Sonne rot. Das ist im Prinzip nichts anderes als auch Sonnenlicht, aber hier wird sämtliches Licht, was Sie sehen, abgefiltert bis auf die Wasserstofflinie. Ist geeignet für den entsprechenden Rand der Sonne, weil dort kann man die Sonnenprotuberanzen beobachten. Im Moment haben wir relativ wenig Protuberanzen, eine einzige ganz kleine Protuberanz, wobei man die immer als klein bezeichnet. Aber wir sehen hier etwa eine Protuberanz, die immerhin 20.000 bis 30.000 Kilometer Plasma in den Kosmos hinauswirft. Das sind halt Größenordnungen, die muss man ein bisschen im Vergleich sehen. Größe der Sonne mit 1,4 Millionen Kilometer. Sie gucken live in die Sonne. Viele haben dann entsprechend noch Kameras, die dahinter geklemmt werden. Das gibt dann die schönen Bilder, die man dann auf DVD oder im Internet entsprechend anschauen kann, die dann diese Protuberanzen, mächtige Gasexplosionen dann zeigen. Während die Sonnenfreunde selbige im Fernrohr bewunderten, liefen vor dem Museumsbistro die Vorbereitungen für die astronomischen Open-Air-Vorträge nach Einbruch der Dunkelheit. Das Team des Keltenmuseums hatte dazu eine Bühne und Stühle aufgebaut. Ehe das astronomische Vortragsprogramm startete, gab es erstmal Ansprachen und Grußworte von der Museumsdirektorin und von Jürgen Nagel, einem der Miterfinder der Sternguckernacht am Glauberg. Vielen herzlichen Dank, dass ihr 5 Jahre dabei seid. Ihr seid ja eine große Gruppe und dass ihr uns treu geblieben seid. Wir müssten ja mal so einen Sternguckerabend machen, wo jeder Besucher am Abend mal die Möglichkeit hat, selbst durch ein Fernrohr zu schauen oder ein Teleskop. Jürgen Nagel, seines Zeichens begeisterter Hobbyastronom, steuerte eine Astronomieausstellung mit Mondkarte, Modellen, Anschauungstafeln und Live-Übertragung von der ISS bei. Den Vortragsreigen eröffnete Professor Deiss mit dem Thema Gravitationswellen, 2 weitere Vorträge zum Lebenszyklus der Sterne und zur Sonnenfinsternis 2017 in den USA folgten. Währenddessen konnten am sogenannten Kreativpoint Kinder spielen, basteln und physikalische Versuche machen. Sabina, die den Kreativpoint betreut, sagt uns, was da genau passiert. Entweder kann man sich einen eigenen Helikopter aus Papier bauen oder man spielt mit der gewaltigen Kraft des Stroms. Aber man kann auch Roboter ausmalen. Und das Ganze ist nicht nur für Kinder, oder? Für alle Altersstufen im Prinzip. Jeder, der Lust hat und Laune am Basteln und Experimentieren. Also ein Riesenspaß für Groß und Klein und fast alles ist erlaubt, auch Dinge kaputt machen. Es gibt da keine Grenzen. Zerstörung kann auch nur ein Weg zum Neuen sein. Das heißt, man kann sich richtig austoben mit Kleber, Scheren, Büroklammern und auch Batterien. Aber safety first, viel passieren kann nicht, oder doch? Es kommt drauf an. Auch ein Stift kann gefährlich werden, wenn man weiß, wie man ihn anwendet. Aber an sich nein, es sollte nichts passieren. Na, da sind wir ja beruhigt. Der Schwerpunkt der Sternguckernacht lag natürlich auf der Beobachtung des Himmels mit Teleskopen. Mond und Jupiter mit den 4 großen Jupitermonden waren sehr schön zu sehen. Gerade das Spiel der galileischen Jupitermonde und natürlich Jupiter selbst sind ein beeindruckender Anblick im Fernrohr. Interessant war, dass die Besucher nicht nur die vom physikalischen Verein gestellten Teleskope nutzten, sondern auch eigene Geräte mitbrachten, bis hin zu militärhistorischen Kultinstrumenten. Also es ist ein 25x100 Fernglas von Zeiss,
Es wurde im Zweiten Weltkrieg zur Beobachtung von Flugzeugen auch in Peenemünde bei den V1 und VSV Versuchen benutzt. Man kann damit sehr gut Sterne beobachten. Die Tschechen 1956 hat 3 Kometen mit dem Gerät entdeckt. Der Höhepunkt des Abends passierte kurz nach den Vorträgen. Die Menschen liefen ins Freie, um den Überflug der internationalen Raumstation zu erleben. Jubel und Applaus kamen auf, als die ISS über dem großen Panoramafenster erschien. Durch den freien Horizont am Glauberg war der Überflug der Raumstation sehr schön zu sehen. Theoretisch kann im Teleskop sogar die Form der ISS gesehen werden, allerdings ist das bei einem so schnellen Objekt schwierig. Erst mit den Mitteln der Astrofotografie kann man die Struktur der ISS von der Erde aus sichtbar machen. Das war der krönende Abschluss der bisher besten Sternguckernacht. Nur ein kleines Detail trübte diese Perfektion. Der Museumskater, der sonst immer mit am Start war, fehlt in diesem Jahr. Hier Aufnahmen von 2017. Dem Arm ging's nicht so gut, er war beim Tierarzt. Ein einschneidendes Ereignis in einem Katzenleben. Und während der Sternguckernacht musste er sich erstmal von diesen Strapazen erholen. Aber es gab super Ersatz. Weit nach Mitternacht, die Besucher waren schon alle weg, verirrte sich ein prächtiger Hirschkäfer im Museumsbistro. Ich habe dieses beeindruckende, seltene und geschützte Tier zum ersten Mal in echt gesehen. Der Käfer wurde schnell zum Medienstar, jeder wollte ein Foto machen. Und dann wurde er wieder dahin verbracht, wo er hingehört, in die Natur. Und das war's dann endgültig mit der 5. Astronomienacht am Glauberg. Ein wunderbares Event für alle Beteiligten. Wir fuhren wieder zurück in die große Stadt in der Gewissheit, nächstes Jahr gibt's wieder eine Sternguckernacht, noch schöner, noch interessanter und dann auch wieder mit dem Museumskater.